außergewöhnliche Menschen, die die Welt gerockt haben. Das Leben mag für uns alle eine Herausforderung sein, aber für manche Menschen ist das Leben jede Minute des Tages wie die Hölle. Doch für viele Menschen mit den schwersten Erkrankungen ist das Leben einfach bitter süß. Sie lächeln, überwinden ihre Hemmungen und bewegen sich vorwärts, indem sie andere auf ihrem Weg inspirieren. So wie eine Frau, die täglich verbrennt, oder der Mann, der ohne Augen sehen kann. Schau dir 10 außergewöhnliche Menschen an, die die Welt gerockt haben. Nummer 10. Kayla Hansen. Die 34-jährige Kayla Hansen aus Pretoria, Arizona, leidet an einer quälenden Hautkrankheit, die ihr das Gefühl gibt, in Flammen zu stehen. Die Krankheit heißt komplexes regionales Schmerzsyndrom, CRPS, und verursacht Nervenfunktionsstörungen oder anormale Entzündungen. Es ist eine seltene Form von chronischen Schmerzen, die die Arme oder Beine betrifft und nach einer Operation, einer Verletzung, einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt auftreten kann. Eine Behandlung muss so früh wie möglich beginnen und es besteht die Chance, dass die Krankheit sich zurückbildet. Viele bezeichnen sie als Selbstmordkrankheit, da sie ihre Opfer dazu bringt, sich das Leben zu nehmen, aber nicht Kayla. Sie sagt, dass sie trotz ihrer Krankheit nicht aufgeben will und durch das ganze Land reisen wird, um nach einem Heilmittel zu suchen. Die ehemalige Restaurantbesitzerin hofft, dass sie anderen, die an einer seltenen Krankheit leiden, zeigen kann, dass sie nicht allein sind. Nummer 9. Nasrid Shaheen. Lerne Nasrid Shaheen kennen, die weltweit älteste Überlebende der Harlekin-Ichthyose, einer genetischen Erkrankung, von der nur wenige Menschen weltweit betroffen sind. Nasrid ist 36 und arbeitet als Trainerin in einem Fitnessstudio in Coventry, England. Ihr Leben ähnelt dem von anderen. Sie arbeitet, trifft sich mit Gleichaltrigen und verbringt Zeit mit ihrer Familie. Was ist also das Besondere an der Harlekin-Ichthyose? Gott sei Dank handelt es sich um eine seltene Krankheit, die nicht jeden trifft. Die Überlebenden dieser Krankheit haben eine panzerartige Schicht auf ihrem Körper, die aufreißt und sie anfällig für bakterielle Infektionen macht. Die meisten Harlekin-Babys erreichen nicht das Erwachsenenalter, was einer der Gründe ist, warum Nasrid sich glücklich schätzen kann. Sie möchte, dass auch andere Überlebende dieser Krankheit das Leben genießen. Tritt unter Leute und entdecke neue Dinge. Du kannst nichts für die Blicke der Leute, nur weil du anders bist. Nummer 8. Aislinn Blocker. Das ist Aislinn Blocker, eine Frau mit einer extrem seltenen Krankheit, die Forschern hilft, die Schmerzmittel von morgen zu entwickeln. Von Kindesbeinen an hat die 23-jährige Aislinn nie Schmerzen gespürt. Das ist alles andere als ein Segen, denn dadurch erlitt sie mehrere Knochenbrüche, Verletzungen und Krankheiten, die erst spät diagnostiziert wurden. Das lag daran, dass sie deren Auswirkungen in den meisten Fällen nicht spürte. Aislinn hat nie geweint, nie gezeigt, dass sie hungrig war oder dass sie Schmerzen hatte. Ihre Eltern dachten, sie hätten ein unkompliziertes Kind, aber schon bald wurde es ihnen klar. Einmal, so sagte ihre Mutter, verbrannte sie sich an einem heißen Bügeleisen und hat nicht einmal gezuckt. Die Ärzte diagnostizierten bei ihr CIPA. Hereditäre sensorische und autonome Neuropathie, eine angeborene Schmerzunempfindlichkeit. Obwohl die Krankheit wie ein Geschenk klingt, ist die Schmerzfreiheit Fluch und Segen, sowohl medizinisch als auch philosophisch gesehen. Nummer 7. Damien Omler. Der 13-jährige Damien Omler ist ein mutiger Junge. Er ist der einzige bekannte Mensch weltweit, der an einer Krankheit namens CDG, Congenital Disorder of Glycosylation, leidet. Damiens Zustand führte zu Fehlfunktionen der Körperzellen, da sich Zucker nicht richtig an Proteine anlagert. Laut Ärzten gibt es mehr als 100 verschiedene Formen von CDG und das liegt an genetischen Anomalien, die schlechte Zucker-Protein-Verbindungen verursachen. Damien ist an den Rollstuhl gefesselt, aber er ist ein echter Rocker und liebt es, seinen Idolen, zum Beispiel Slash, beim Gitarrenschreddern im Fernsehen zuzusehen. Manchmal braucht er eine Magensonde und Hilfe beim Toilettengang, aber dieser kleine Champion lässt sich von seiner Krankheit nicht unterkriegen. Obwohl Damien nicht kommunizieren kann, lacht er immer und ist ein durchschnittlicher, fröhlicher Junge. Nummer 6. Bojana Danilovic.
Neurologie-Experten am MIT und in Harvard sind verblüfft über eine serbische Frau, die die Welt auf dem Kopf sieht. Laut Central European News leidet die 28-jährige Bojana Danilovic an einer ungewöhnlichen Krankheit, die als räumliches Orientierungsphänomen bekannt ist und bei der eine verworrene Verbindung in ihrem Gehirn dazu führt, dass ihre Wahrnehmung auf den Kopf gestellt wird. Bojanas Augen sehen Bilder zwar richtig herum, genau wie du und ich, aber ihr Gehirn verändert sie, sodass sie die Dinge verkehrt herum sieht. Infolgedessen muss sie eine Zeitung oder ein Buch auf dem Kopf lesen, damit es in ihrem Gehirn richtig registriert wird. Trotz ihres Zustands ist Danilovic eine Wirtschaftsexpertin. Bei ihrer Arbeit im Rathaus der Stadt Užice muss sie einen speziellen umgedrehten Computerbildschirm und eine umgedrehte Tastatur benutzen. Sie benutzt auch spezielle Arbeitsformulare, die leichter kopfüber auszufüllen sind. Nummer 5. Lizzie Velasquez. Viele haben sie grausam die hässlichste Frau der Welt genannt, aber man muss kein Victoria's Secret Model sein, um schön zu sein. Lizzie Velasquez besitzt eine andere Art von Schönheit, die Schönheit, das Leben zu lieben, und das strahlt sie aus. Lizzie Velasquez leidet an einer seltenen Krankheit, die verhindert, dass sie zunimmt. Als Kind wurde bei ihr das Wiedemann-Rautenstrauch-Syndrom diagnostiziert, eine Krankheit, die durch vorzeitiges Altern und extremen Fettmangel gekennzeichnet ist. Sie ist eine von 3 bis 6 Menschen weltweit, die von diesen Symptomen betroffen sind. Lizzie wurde ohne Sehkraft auf dem rechten Auge geboren, aber glaubst du, Lizzie saß zu Hause und blies Trübsal? Nein, tat sie nicht. Lizzie, die nie mehr als 29 Kilogramm gewogen hat, ist eine College-Absolventin, die zur Motivationsrednerin und Autorin wurde und ihr Leben umgekrempelt hat, um sich nur auf das Positive zu konzentrieren. Nummer 4. Noah Wall. Noah Wall aus Cumbria feierte im März 2022 seinen 10. Geburtstag, nachdem er mit nur 2% seiner Gehirnfunktion geboren wurde. Um seinen besonderen Tag zu feiern, veranstaltete der kleine Mann eine virtuelle Party und lud alle ein, mitzumachen, indem sie ihre eigene Hugs for Noah Partydekoration ausdruckten. Noahs Familie, Shelley und Rob, wurden gedrängt, ihn abtreiben zu lassen, als Tests ergaben, dass er Spina Bifida und Hydrocephalus hatte, aber sie waren unnachgiebig. Der tapfere Noah hatte sich bereits im Mutterleib diese seltene neurologische Anomalie zugezogen und die Ärzte sagten seinen Eltern, dass er wahrscheinlich nie sprechen, laufen oder selbstständig essen würde. Aber Noah, ein widerstandsfähiges Kind, hat erlebt, wie sich sein Gehirn langsam von 2% auf 80% vergrößerte und möchte sogar Astronaut werden, wandern und Skifahren. Nummer 3. Ben Underwood. Lerne den echten Daredevil Ben Underwood kennen, einen Mann, der sich per Echoortung fortbewegt, weil er keine Augen hat. Ben Underwood verlor beide Augen durch Krebs, als er 3 Jahre alt war. Als Teenager erlernte er die Kunst der Echoortung, ähnlich wie der Marvel-Superheld Daredevil. Er bewegte sich ohne Stock oder Blindenhund und verließ sich allein auf sein außergewöhnliches Gehör. Er machte ein scharfes Klickgeräusch mit seiner Zunge und konnte anhand des Echos erkennen, wo er sich befand und was um ihn herum war. Tragischerweise kehrte der Krebs, der Ben das Augenlicht nahm, zurück, als er 16 Jahre alt war, und er verstarb. Obwohl er nicht mehr lebt, dient Bens Geschichte als Inspiration für andere. Nummer 2. Pollyanna Hope. Das ist Pollyanna Hope, eine einbeinige Ballerina, die fest entschlossen ist, ihren Traum zu verfolgen und ihre Leidenschaft für Ballett trotz nur eines Beins aufrechtzuerhalten. Die 13-Jährige verlor ihr Bein bei einem schrecklichen Busunfall, als sie 2 Jahre alt war. Bei der Katastrophe wurde ihre Mutter Sarah schwer verletzt und ihre Großmutter Elizabeth getötet. Pollyanna hatte sich immer gewünscht, wie andere Tänzerinnen und Tänzer auf Zehenspitzen stehen zu können. Leider konnte sie das nicht, weil ihr eine Prothese fehlte. Pollyanna sah sich gezwungen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und begann verzweifelt, ihren eigenen Ballettspitzenschuh zu kreieren. Sie befestigte einen Plastikbecher mit Klebeband an ihrer Beinprothese und tanzte einfach im Raum herum. Zum Glück erklärte sich ein Erfinder bereit, Pollyanna zu helfen und ihr eine Hightech-Prothese zur Verfügung zu stellen, mit der sie nach ihren Träumen tanzen kann. Nummer 1.
Johnny Quinn. Ein 4-jähriger Überlebender von schrecklichen Verbrennungen zu sein, ist unvorstellbar. Aber Johnny Quinn hat unüberwindbare Hindernisse überwunden und nutzt nun seine erschütternden Erfahrungen und deren Auswirkungen, um anderen Mut zu machen. Johnny wurde von einem Feuer in der Scheune überrascht. Glücklicherweise wurde er von seiner älteren Schwester Leah gerettet, aber er erlitt schwere Verbrennungen an 95% seines Körpers. Seitdem hat der heute 22-jährige Johnny mehr als 100 Operationen und stundenlange Physiotherapie hinter sich gebracht. Er ist ein stolzer Überlebender von Verbrennungen, der sagt, dass er seine Erfahrung niemandem wünschen würde, obwohl das, was er durchgemacht hat, ihn zu einer mitfühlenderen und fürsorglicheren Person gemacht hat, die den Wunsch hat, andere zu inspirieren und ihnen zu helfen. War das nicht ein inspirierendes Video, das dich dein eigenes Leben aus einer anderen Perspektive sehen lässt? Sag uns deine Meinung in den Kommentaren unten und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.